Grüßt euch, Imkerfreunde, zu Dirks Sprechstunde Nummer 10. Dirks Sprechstunde Nummer 10 ist ein Sprechstundenmarathon. Ich möchte heute alle Fragen, die ich bis jetzt noch nicht beantwortet habe, komplett beantworten, um mal im neuen Jahr auf Null zu sein. Es wird viel geredet, deswegen habe ich hier auch meine Wasserflasche dabei. Und die Sprechstunde 10 hat auch was Besonderes. Es ist vorerst mal die letzte Sprechstunde, bevor ich eine kleine mediale Pause einlege. Keine Angst, es geht anders weiter. Ich werde auf jeden Fall wieder Filme drehen, wenn was zu arbeiten ist. Aber ich will es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und höchstwahrscheinlich gleich bei den Arbeiten, die ich da erledige, euch mitnehmen und gleichzeitig die Fragen beantworten. Also alles ein bisschen komprimierter. Aber jetzt Sprechstunde 10 und wir fangen an mit Jans vielen Fragen. Hier, das Büchlein ist komplett fast voll, kann man sagen. Genau. Also, der Daniel Müller stellte mir eine Frage. Und ich sage nochmal kurz, also ich lasse diese ganzen Lumpenbeshymnien, die ganzen Einleitungen weg, sonst wird es zu lang. Er stellte die Frage im Dezember 2014. Bei uns schneit es richtig heftig und manchmal kommen wir bis auf Temperaturen von minus 10 Grad. Wie sieht es bei euch aus? Müssen wir uns bei solchen Verhältnissen Sorgen machen über den Futterverbrauch? Wiegen, Fragezeichen, sie benötigen sicher viel zum Heizen an Futter und der Futter an der Futtertraube könnte doch mit der Zeit ausgehen. Zwei Völker direkt vor dem Flugloch hängen, ist das normal oder brauchen die Luft oder haben die Luftprobleme? Also ganz kurz, Daniel, dazu. Die Bienen hängen vornehmlich am Flugloch, um schnell frische Luft zu bekommen. Und arbeiten sich von links nach rechts am Flugloch entlang, beziehungsweise, ja, das ist unterschiedlich, das kann man immer schlecht sagen. Manchmal, ich habe auch Völker erlebt, die haben schon ganz hinten, also da haben sie ihren eigenen Kopf, aber vornehmlich in Fluglochnähe wegen der frischen Luft, ist schon klar. Und wegen der Temperatur brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Also wiegen sowieso, so Januar, Februar, kannst du dir meine Videos anschauen, wiege ich die Völker. Wir haben ja jetzt so einen Winter wie 2013, 14, wieder so ein warmer Winter. Das ist eher das Problem eigentlich, diese warmen Winter, Daniel. Und zwar, das Heizen verbraucht weniger Futter als das Brüten, weil Brüten bedeutet Wärme und die Brut braucht Futter. Deswegen ist ein gleichmäßiger kalter Winter, wir sagen mal Oktober wird das langsam kalt, November minus 10 Grad, meinetwegen auch minus 20 Grad, das ist den Völkern völlig egal. Dann hat man für meistens zur Weihnachtszeit, Dezember, eine wärmere Periode, dann können die ihren kleinen Reinigungsflug machen und dann bleibt es wieder kalt bis Ende Februar und das ist eigentlich die beste Geschichte. So kommen die Bienen am besten über den Winter. Und natürlich, die Varroa vermehrt sich nicht, weil wenig gebrütet wird. Also wieder im Jahr 2015 die Varroa im Blick behalten und das Futter jetzt bei den wärmeren Temperaturen im Auge behalten. Ich habe dieses Jahr mehr aufgefüttert, weil ich das schon fast geahnt hatte und mache mir da überhaupt keine Sorgen. So, danke für dich, von dir für die Frage. Patrick Jung stellte die Frage, ich habe in diesem Jahr mit der Imkerei angefangen, also 2014, habe vermutlich nächstes Jahr noch drei Völker zur Verfügung. Wie soll ich am besten vorgehen, um aus den drei Völkern möglichst viele zu bilden? Königinzucht durch Umlarven, Fragezeichen, oder ist dazu die Bienenmasse bei drei Völkern zu gering? Meine zweite Frage bezieht sich auf die Reizfütterung. Du imkerst ohne Absperrgitter. Was mir gefällt, ist da eine Reizfütterung überhaupt möglich, wenn keine abgetrennte Honigschramm vorhanden ist? Weil wenn ich dann später, wie du durchgeführt, die Brutwaben nach
unten Futter und Honigschwaben nach oben sortierst, habe ich doch eventuell eine Vermischung von Zucker und Honigwasser. Okay, fangen wir Nummer 1 an. Die Königinzuchtvermehrung am schnellsten. Ja, Dr. Liebig hat eine einfache Methode propagiert, wie man schnell viel Völker heranziehen kann. Und zwar Ende April, Anfang Mai werden jedem Volk 1 bis 2 Brutwaben entnommen. Bei 3 Völkern wären das sozusagen 6 Brutwaben. Die werden in einen Kasten eingefügt, plus Futterwabe sind wir bei 7. Diese kompletten Brutwaben schlüpfen dann. Und dann, wenn die komplette Brut geschlüpft ist, werden gleichzeitig in diesem Kasten auch Weißelzellen nachgezogen, weil das ja ein Ableger ist ohne Königin. Und dann kann man in dieser frühzeitigen Stadien aus jeder Wabe, also wir haben dann 8 Waben dort drin, 7 Waben dort drin hängen, kann man 7 Ableger zum Beispiel machen. Und die werden dann bis zum Jahresende auch zu überwinterungsstarken Völkern. Super Methode. So bin ich vorgegangen, so habe ich die Sache vorangetrieben, sondern ich habe sogar manchmal das noch extremer gemacht. Ich habe ein komplettes Volk hergenommen und habe das komplette Volk oder fast ein komplettes Volk geopfert, wo ich keinen Honig mehr ernten wollte oder konnte, und habe dem Volk Ende April, Anfang Mai komplett alle Brutwaben mit ganz vielen Bienen entnommen. Die Königin blieb in dem Volk zurück mit wenig Bienen, und da hatte ich einen riesen starken Ableger. In diesem riesen starken Ableger habe ich 12, 20 Königinnen gezogen und hatte auch fast 20 Brutwaben von anderen Völkern noch dazu gepackt. Und habe dann sozusagen aus 20 Waben 20 Ableger gemacht. Also du kannst locker leicht in einem Jahr mit deinen 3 Völkern 20, 30 Ableger machen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es muss frühzeitig erfolgen. Ende April, Anfang Mai muss die Zucht erfolgen, dass die Völker genügend Zeit haben. Weil man braucht ja, die Königin muss noch gezogen werden. Das dauert ungefähr 30 Tage, bis sie begattet ist dann. Also geschlüpft bis Begattung. 30 Tage, bis die in die Eilage geht. Und dann braucht das Volk von einer Wabe doch viel Zeit, bevor sie sich aufbaut bis zu einem überwinterungsfähigen Volk. Aber locker leicht kannst du aus deinen 3 Völkern 30 Völker machen. Kein Problem. Hast natürlich dann Honig einbußen. Das ist eine Methode, schnell zu viel Völkern zu kommen. Frage Nummer 2 war die Reizfütterung. Reizfütterung, lieber Patrick, halte ich überhaupt nichts davon. Erstens bringt dieser Aufwand, Futter einbringen, und was kommt dann für ein Volk am Ende herbei raus? Nicht viel. Ich glaube, dass schon eine Reizung einen gewissen Anreiz hat, mehr Brut anzustellen, aber es kommen meistens im Frühjahr auch noch Kälterückschläge, dann sind die Reizungsvölker ganz schnell auch wieder mit dem Futterabriss zu rechnen, beziehungsweise kommen auch die gereizten Völker ganz schnell wieder in Schwarmstimmung. Also ich halte überhaupt nichts davon. Ich habe leistungsstarke Völker in den Winter gebracht. Die schaffen es wunderbar, ganz schnell bis zur Frühtracht auch kräftig zu werden, dass sie Honig eintragen. Und dieser Mehraufwand für die Reizfütterung, erstens Fragezeichen, bringt es überhaupt was? Und zweitens ist es erheblicher Aufwand. Also ich halte nichts davon. Und der nächste Punkt ist, beim Imkern ohne Absperrgitter, es werden im Frühjahr nicht die Futterwaben nach oben gehangen. Also ich weiß, dass ich ungefähr 2 bis 3 Waben, Futterwaben habe, und in der Frühjahrsdurchsicht kommen die auch meistens in den untersten Raum, in den untersten Brutraum, die Futterwaben, und dort bleiben die auch drin, und die restlichen überschüssigen Futterwaben, die noch drin sind, wenn zu viel Futter ist, werden einfach im Frühjahr entnommen, und damit kann kein Austausch nach oben stattfinden und keine Reizfütterung findet auch statt, also kommt es auch zu keiner Vermischung. Also, das muss dir bewusst sein. Wo die Zuckerwasserwaben hängen, das muss dir bewusst sein. So, danke für deine Frage. Wir kommen zur nächsten. Birki81 stellte eine Frage. Warum wird der Bauraum eigentlich immer nur für Drohnenbrut ausgebaut? Warum bauen die Bienen nicht normale Zellen? Ja, gut.
Kommt drauf an. Wie ich in dem einen Sprechstundenvideo schon erklärte, braucht jedes Volk eine gewisse Anzahl an Thronen, um eine homogene Masse zu bilden. Und wenn man pro Brutraum, man hat zwei Bruträume, je einen Thronenrahmen einhängt, ist das so ungefähr die Menge, die die Völker brauchen, um diese homogene Masse als normales Volk zu haben. Würde ich 5 Thronenrahmen einhängen, würde auch automatisch Arbeiterbrut entstehen, weil die homogene Masse aus einer gewissen Anzahl Thronen- und Arbeiterinnenbrut besteht. Das ist einfach die logische Erklärung. Ein Volk ohne Weisel würde zum Beispiel in den Thronenrahmen auch viel Arbeiterinnenbrut reinhängen, weil ja nichts an Stiften kommt. Ne? Also, hängt einfach an dem Bienen, an der Bienentraube, an dem Volk selber, an der Biologie zusammen, warum die da die Thronenbrut reinbauen und in dieser Menge. Hänge ich zum Beispiel keinen Thronenrahmen rein, dann bauen die Bienen dahin ihre Thronzellen in der Menge, wie sie es gerne hätten. Oder hänge ich nur einen Thronenrahmen rein und es ist den Bienen zu wenig an Thronen, bauen die mir die schönen normalen Mittelwände teilweise mit Thronecken aus. Also die Bienen bestimmen selber, wie viele Thronen sie brauchen und das sind ungefähr, also nach imkerlicher Sicht, ein Thronenrahmen pro Brutraum. Jetzt muss ich erstmal was trinken und den Akku wechseln, der ist leer. Ja, eine Frage, die noch zwischen rein der Flo stellte und sich schon mal beschwerte, dass ich in einer Sprechstunde seine Frage immer noch nicht beantwortet habe. Und zwar ging es um die Herstellung, wie ich Met herstelle und mein Met-Etikett. Flo, du kennst mein Design. Das ist mein Met-Etikett. Auch selbst designt. Hier unten geschwefelt, könnt ihr es lesen, da ist die Losnummer, die Mengenangabe. Wie ich den Met herstelle, Flo, du machst gerade ein Video dafür, mach mal weiter. Das ist eine langwierige Geschichte und ich will da nicht näher drauf eingehen. Ich habe da mehrere lange Versuche gebraucht, bis ich den Met gefunden habe, wie er mir schmeckt. Ich muss dazu sagen, ich lasse meinen Met ganz viel Zeit. Der erste Met hat fast 2 Jahre im Ballon gebraucht, bis er reif war und bis sich der Bodensatz abgesetzt hat und bis er klar war. Ich habe mir jetzt einen Filter, einen Weinfilter gekauft für relativ viel Geld, den ich jetzt auch für andere Weine benutzen werde. Und damit konnte ich den nach einem Dreivierteljahr schon abfüllen und klären und schwefeln, dass er nicht weitergärt. Ich habe hier ein schönes Buch, das empfehle ich euch. Met-Herstellung. Da sind sehr viele Rezepte drin und das ist, jetzt musste Standbild einstellen. Das ist mein Met-Rezept gewesen vom besten Honigwein, den ich bis jetzt für mich selber herstellen konnte. Hier steht die Zusammensetzung da, der Honig wird kurz erwärmt, um sich schneller aufzulösen bzw. um auch Fremdhefen zuzusetzen. Und ja, Flo, kauf dir das Buch, da steht's drin und mach es einfach und lass es dir schmecken. Wie gesagt, das ist ein langes Video. So, kommen wir. Frage vom Jürgen. Ich imkere im Kaltbau mit Absperrgitter in Segeberger Bäumen. Mich interessiert es, ob ich oder wann ich ohne Mittelwände auskommen kann, ohne einen Mischmasch an Thronen- und Arbeiterinnenzellen auf einer Wabe zu erhalten. Im Ableger oder im Honigrahmen oder wann und wo. Jürgen.
Mich interessiert, ob ich oder wann ich ohne Mittelwände auskommen kann, ohne einen Mischmaß von Drohnen. Das passt eigentlich zu der ganzen Geschichte mit dem Drohnenrahmen. Also, falls du Naturwappenbau machen willst, also ohne Mittelwände auszukommen, musst du mit einem Mischmasch Drohnen und Arbeiterinnenzellen einfach zurechtkommen. Das ist eine ganz normale Geschichte, weil dieser Naturwappenbau soll ja bienengemäß sein. Der Biene entgegenkommen, die sollen bauen können, so wie sie wollen. Wird oben ein Anfangsstreifen in den Rahmen gehangen, damit die Bienen auch wirklich in den Rahmen bauen. Und ansonsten bauen die so freie Nase, wie sie wollen. Und das ist so gewollt. Und damit kriegst du aber auch automatisch den Mischmasch. Das ist ja auch so gewollt. Das ist halt das Bienengemäße. Also, ohne Mischmasch auszukommen, ist meines Erachtens nur mit Mittelwänden und Drohnenrahmen. Ein Drohnenrahmen pro Brutraum. Ansonsten kriegst du diesen Mischmasch. Meine Erfahrung, hier können ganz gerne auch ihre Naturwappenbauimker ihre Meinung kundtun. Aber meiner Meinung nach ist es nicht möglich. Gut. Danke dir, Jörn, erstmal für die Frage. Nochmal, Jörn, für die nächste Frage von dir. Mich interessiert, wie man Königinnen überwintern kann. Mein Gedanke dabei ist, dass man sehr früh im Jahr Ableger bilden kann, klar, und die mit Zugwasser billig stark macht. So stark, dass man die zur Lindenblüte, dass die Lindenblüte einbringen. Und nach der Linde dann zu verkaufen bzw. vereinigen, zum Vereinigen nutzt. Im Juni bedeutet das, ja. Jürgen, wie schon sagte, mit Zuckerwasser billig aufmöbeln, so gut wie kaum möglich. Also eine Reizung gibt es nicht und sobald Tracht von außen kommt, also eine Reizung hat früher immer erfolgt bis zur Obstblüte. Und danach tragen die viel, viel lieber den Honig von außen ein oder den Nektar von außen ein, als das Zuckerwasser abzunehmen. Ist ein ganz einfacher Fakt. Also fällt erstmal dieses billige Aufmöbeln flach. Gut, durch diesen Eintrag von außen möbeln die sich selber auf. Aber bis zum Juni ein Volk, also einen Ableger frühzeitig zu machen, mit der Königin reinzupacken und dann bis Juni stark zu machen, funktioniert einfach nicht. Funktioniert nicht, weil du kannst im Frühjahr, dann mach doch den Ableger im Vorjahr, dass du im nächsten Jahr mehr hast. Klar, du willst gerne die Überwinterung, die Kosten des Überwinterns sparen. Und die Einfütterung des Überwinterns sparen, aber steckst dann mit billigen Aufmöbeln im Frühjahr wieder mit rein. Also das passt irgendwie nicht, das passt nicht. Zumal du musst überlegen, von der Eilage bis zum Schlupf der Biene und dann vom Schlupf der Biene bis zur Trachtreife der Biene vergeht ganz viel Zeit. Und im Juni blüht ja schon die Linde und im du hast April, Mai, Juni, du hast 3 Generationen maximal, die da drin sind, um das aufzubauen. Funktioniert nie. Funktioniert echt nie. Nehm die Methode, wie ich es am Anfang erzählt habe, mach viele Völker, dann überwindere die und mach die Lindenblüte und verkauf sie nach der Lindenblüte, dann meinetwegen. Aber das funktioniert nie. Meines Erachtens, jedenfalls nicht zur Trachtreife in der Stärke, die du brauchst. So, Jürgen, das war deine Frage. Die nächste Frage von Tim. Ich wüsste gern von dir deine Videos von Notwabe. Also er hat meine Videos von der Notwabe gesehen und freut sich darüber, dass sie zur Nutzbarkeit herangereift sind. 2 Fragen hat er. Ob ich irgendwelche Probleme im Ausbau gesehen habe. Er kennt die Rämischen aus Menlake aus der USA. Und weiterhin wollte er wissen, wie viel Grad ich die Nordwabe berolle.
Angeblich geht es ja nur bis 80 Grad. Also Tim, Nummer 1. Hast du Nordwaben, also die Kunststoffwaben und Holzrahmen mit Mittelwänden drin, ist meine Erfahrung her, dass die Bienen viel, viel lieber die Mittelwände mit Holzrahmen ausbauen und die Nordwabe stehen lassen. Warum auch immer. Imkerst du komplett mit Nordwabe, dann, ich sag mal, haben die Bienen eigentlich keine Chance, was anderes zu bauen und was anderes lieber anzunehmen, sondern die Nordwabe wird komplett gut ausgebaut. Also das ist wirklich so. Ne? Ja, also da gibt es von meiner Seite überhaupt keine Probleme. Und Bollen, ja, es gibt zwei verschiedene Arten von der Nordwabe. Ich muss dazu sagen, heißer als 80 Grad macht man den Wachs nie. Es gibt zwei Arten von Nordwabe. Und zwar gibt es einmal, soweit ich weiß, einmal bei Holdermann die kochfesten, also die sind richtig kochfest. Und es gibt einmal die bei Warnholz, die sind nicht kochfest, die sind bis 80 Grad erhitzbar. Also es macht vor allen Dingen bei der Reinigung einen Unterschied, beim Berollen eher weniger. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Übrigens mal kurz zu dieser kochfesten. Die erkennt man daran, dass man diese richtig, die kann man so schön biegen. Ne? Die sind so weich gelagert und sind gelb. Die sind alle aus dem Kunst. Manchmal haben sie hier einen kleinen Buckel, aber nur manchmal. Und die nicht kochfesten, die hört man schon, wenn ich die so biege. Knacksen die, also die sind nicht so stabil. Wenn die aus der Hand fallen, gehen sie auch mal ganz schnell kaputt. Aber dafür sind sie wiederum wahnsinnig gerade und steif. Ne? Das ist wieder der Vorteil. Also die gibt eben nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Gut, nächste Frage. Von Frank stellt eine Frage. Frank Rieger stellt eine Frage. Königinzucht in der Mini-Plus-Beute. Da hinten stehen sie. Wie funktioniert die Aufzucht, Zuchtstoffgabe in der Mini-Plus? Gibst du Zuchtrahmen zuerst in die Wirtschaftszeuge oder Sammelbrutableger und danach verschlossene Weisenzellen in die Minis? Oder gibst du Zuchtstoff direkt in die Minis? Werden denn überhaupt richtig gepflegt? Okay. Ja, also alles beides eigentlich. Je nach Nase, je nach Lust und Laune. Also die Minis sind so stark, dass die ja auch eine Weißelzelle richtig gut pflegen können. Auf jeden Fall. Und nichts Besseres werden Königin pflegt, als wenn eine homogene Masse im Volk ist. Ne? So. Aber sehr oft und sehr wirtschaftlich ist natürlich die Anzucht in einem Anbrüder bzw. in einem Sammelbrutableger. Da werden sie noch viel besser angenommen und man macht mit einem Schlag gleich mal komplett 20, 40 Zellen da drinnen, die auch ordentlich angepflegt werden. Währenddessen in so einer Mini Plus maximal eine Zelle oder ich zum Anpflegen geben würde. So. Lieber Frank, dir empfehle ich oder an allen anderen empfehle ich auf jeden Fall dieses Video. Könnt ihr sehen? Das ist das Video. Es wird vertrieben von ihr. Mensch, ey, ich mache ja Werbung für andere und krieg keinen Cent, ey. Ich müsste hier eine Spendenbox hinstellen. Also, Aufzucht, Königin Aufzucht von Annelette Gut. Annelette Gut macht Buchfastbiene. Ein fantastischer Film, muss ich dazu sagen. Zucht in der Mini Plus, effektive Zucht in der Mini Plus. Deswegen gab es bei mir die Mini Plus Beuten, deswegen auch die Überwinterungskästen, also eine einfache und effektivere Methode wie hier und die Zuchtauslese wird nochmal beschrieben, grob.
Ist gut. Also nicht billigster Film, aber der beste Film, den es gibt. Ich habe sowieso viel lieber Filme, aber es gibt halt zu wenige. Deswegen habe ich den Kanal auch ins Leben gerufen. Also kauft dir dieses Video. Es ist einfach spitze. So, Frank, deine Frage ist aufgeklärt. So, jetzt kommen wir zu einer längeren Geschichte. Macht mal am besten hier mit dem Video eine Pause. Holt euch ein paar Chips, was zu essen, was zu trinken. Es geht hier um die totale Brutentnahme von Daniel, mir geschrieben worden. Also macht jetzt mal eine kurze Pause. Macht Stopp.